willkommen im tibetischen Zentrum. Wer sitzt denn hier, der uns nicht kennt? Das habe ich gewusst. Wir kennen uns ja alle mehr oder weniger gut. Ich bin Heike Spingis, für alle die, die mich nicht kennen. Ich arbeite im tibetischen Zentrum und bin... Die kennen euch vielleicht nicht alle. Die kennen euch nicht alle? Die kennen uns auch nicht alle, stimmt. Ich bin Heike Spingis. Wir sind im tibetischen Zentrum, das es seit 1977 gibt. Und seitdem sind wir auch schon unter der Schirmherrschaft von seiner Heiligkeit, dem 14. Dalai Lama. Und hier wird ja Buddhismus und Geistesschulung in der Tradition der indotibetischen Tradition gelehrt und praktiziert. Und alle, die hier sitzen, wissen auch, dass das Programm sehr reichhaltig ist. Für alle Generationen, für alle Kenntnisstände, für alle Interessen wird das bei uns praktiziert und angeboten. Wir machen noch eine ganze Menge mehr, darum soll es aber heute gar nicht gehen. Wer sich interessiert, kann das auf www.tibet.de anschauen. Uns verbindet auch mit Claude Anshin Thomas schon eine Tradition, kann man fast sagen. Ich weiß gar nicht, das wievielte Mal er bei uns ist, aber er war schon mehrfach bei uns, auch mehrfach in Sämkeling. Ich vermute, einige von euch waren auch da bei den Retreats. Ich vermute auch, ihr wisst alle um seine sehr interessante Geschichte, um seine Biografie. Ein ehemaliger Vietnam-Soldat, der zum Zen-Mönch geworden ist und heute ein Autor ist, ein Lehrer, ein Lehrender, der durch die ganze Welt reist und von seinen Erfahrungen berichtet und auch davon berichtet, wie man den Zen-Buddhismus in diesem Fall in den Alltag einbringen kann. Und heute wird auch vorgestellt ein neues Schriftstück, sein neues Buch. Ihr werdet davon hören und werdet auch am Ende Gelegenheit haben, dazu Fragen zu stellen. Was gibt es noch zu sagen? Du wirst am Ende noch die abschließenden Worte sprechen. Mhm. Ihr könnt vor der Tür das Buch erwerben und auch andere Bücher und andere Broschüren, CDs habe ich gesehen, könnt ihr auch erwerben. Die sind zu verschenken. Also da kann ich nur sagen, die, die da sind, gerne mitnehmen. Die sind zu verschenken für alle die, die nicht hier sind. Nächste Mal kommen. Genau, draußen steht auch eine Spendenbox. Dazu zum Thema Dana werdet ihr am Ende des Vortrags auch noch mal was hören. Wer jetzt online ist oder auch später spenden will im YouTube-Stream oder auch bei uns auf der Webseite, findet ihr auch die Informationen für eine Spende per PayPal oder auch direkt auf das Konto. So, was gibt es sonst noch zu sagen? Claude Anshin Thomas ist hoch ausgebildet in buddhistischen Kreisen, kann man nicht sagen, also in der buddhistischen Lehre. Er hat aber auch eine klassische Ausbildung an der Universität vollzogen, war ein Soldat im Vietnamkrieg und wahrscheinlich wisst ihr alle, die hier sitzt, auch darum, welche Auswirkungen diese Erfahrungen auf sein Leben hatten und hatte. Und wir können alle, denke ich, davon profitieren, seine Lebensgeschichte zu hören und jetzt auch noch zu hören in seinem neuen Werk, wie wir die buddhistische Lehre in den Alltag integrieren können. Und ich denke, da freuen sich auch alle sehr drauf. Und dann würde ich auch an dich übergeben. Und wir freuen uns auf einen Vortrag. Danke dir. Is it on? Testing 1, 2, 3. Please sit down, please. Genau. Setzt euch gerne. Yeah. Let's see. Your art.
die Kunst. Ja, das ist nice. Ja. Ist jemand gegen Räucherstäbchen allergisch? Ja. Oh, it broke. Good evening. Guten Abend. Nice to see everyone. Schön, euch alle zu sehen. Ah, there you are. Nice to see you. Schön, dich zu sehen. I have to come back. Ich muss hier mal gerade hinkommen. Yes. Nice to see you. Schön, dich zu sehen. Oh. Yes, really nice. Sehr schön. I can't, it's difficult for me to sit and talk. Für mich ist das schwierig, zu sitzen und zu sprechen. I think that must be the camera. Das muss wohl die Kamera sein. So all of you who are here on YouTube, welcome. Also alle, die jetzt auf YouTube auch hier sind, herzlich willkommen. Hi, Kenshin. Yes. The person who lives in the US who assists me. Die Person, die in den USA lebt und mich assistiert. Who is also German. Ist auch Deutsche. Wiebke. Kenshin Anderson. She's now in the US and she's on YouTube, so I'm saying hello. Sie ist in den Vereinigten Staaten und sie ist jetzt auf YouTube, deswegen sage ich hallo. This thing is unusual for me. Diese Sache hier ist für mich ungewöhnlich. Yeah. But what brings me here today? Aber was bringt mich heute hierher? Yes. It's the German translation. Es ist die deutsche Übersetzung of this book. Von diesem Buch. Bringing meditation to life. Meditation mitten im Leben. It's a really interesting book. Es ist ein wirklich interessantes Buch. It is. Ist es wirklich? I didn't write it. Ich habe es nicht geschrieben. Yeah. But all the words in there are mine. Aber alle Worte darin sind meine. How the book came into existence? Wie das Buch entstanden ist? Was that the editor of the first book I had published. Es war die Person, die das erste Buch, das ich veröffentlicht habe, editiert hat. At Hell's Gate, a soldier's journey from war to peace. Am Tor zur Hölle, der Weg eines Soldaten vom Krieg zum Frieden. The editor of that book. Und die Editorin des Buches. Who at the time was working for Shambhala Publications. Die hat damals für Shambhala gearbeitet. Became a student from me. Sie wurde Schülerin von mir. She doesn't work at Shambhala anymore. Sie arbeitet jetzt auch nicht mehr bei Shambhala. She's on the board of directors from the Zalto Foundation. Sie ist im Vorstand der Zalto Foundation. The board of directors Der Vorstand thought it was a time for another book.
fand, dass es Zeit für ein neues Buch ist. I'm not much for writing on demand. Und ich bin nicht so sehr irgendwie auf Anfrage zu schreiben. But as some of you may know. Aber wie manche von euch vielleicht wissen. I'm a former combat soldier. Ich bin ein ehemaliger Kriegssoldat. I fought in the war in Vietnam with the US military. Ich habe im Krieg in Vietnam gedient für das US-Militär. Yes, and I was seriously injured in that war. Ich war in diesem Krieg, wurde ich schwer verletzt. I have a committed piece of my practice. Ein ganz entscheidender Teil meiner Praxis. In support of current soldiers or former soldiers. Dient auch der Unterstützung von ehemaligen Soldaten oder auch Menschen, die jetzt wirklich aktiv im Dienst sind. The important thing to communicate to these people. Und das Wichtige, was man diesen Menschen kommunizieren muss, is that meditation. Ist, dass Meditation isn't a cure for suffering. Ist kein Heilmittel für das Leiden. Doesn't take it away. Das nimmt es nicht weg. If we come to meditation practice, wenn wir zur Meditationspraxis kommen, looking for this practice to take away our suffering, und suchen danach, dass diese Praxis unser Leiden wegnehmen wird, or catapult us into some higher form of understanding, oder uns in irgendeine höhere Form des Verstehens hineinkatapultiert, removing us from daily life, uns aus dem Alltag herausziehen wird, we really miss the point. Dann verpassen wir wirklich den Punkt. It's also become increasingly more important for me to communicate. Für mich wird's auch immer wichtiger zu kommunizieren. That meditation, das Meditation and daily life und der Alltag are not two things. Nicht zwei Dinge sind. Meditation isn't confined to these spaces. Meditation ist nicht eingeschlossen in diese Räume. It isn't just about sitting in repose. Es geht nicht nur um das Sitzen in der Stille. Repose. That's good. Yes. Oh yes. Some of you may be quite competent with English. Manche von euch mögen vielleicht sehr gutes Englisch sprechen. If the translator can't find a word, falls die Übersetzerin ein Wort nicht finden kann, please don't give it to them. Dann gib's ihr nicht. Yet, give her a chance to just search. Gib ihr noch eine Chance, einfach danach zu suchen. If she can't find the word, wenn sie das Wort nicht finden kann, she'll ask. Wird sie fragen. Because if everyone wants to give the word, denn wenn jeder ein Wort geben möchte, then we get four different words. Dann kriegen wir vier verschiedene Wörter. And then the debate starts. Dann startet eine Debatte. Which word is the better word? Welches Wort das bessere Wort? And then the whole thing breaks down. Und dann fällt das Ganze zusammen. Yes. So, please be kind to the translator. Also sei einfach freundlich bezüglich der Übersetzung. Zen practice. Die Zen-Praxis. I'm fully ordained in the Japanese Soto Zen tradition. Bin ein voll ordinierter Mönch in der Soto Zen Tradition. Sort of. Irgendwie so. My the person who brought the lineage from Japan to here. Die Person, die die Linie aus Japan hierher gebracht hat, received Dharma transmission in three lineages. Hat Dharma Übertragung in drei Linien erhalten. In Soto Zen. Soto Zen. In Rinzai Zen. The same in German, Rinzai Zen. Yeah. Soto and Rinzai, they're the same? Mm-hmm. Really? No, in the words, the German words. Zen's the same. And Rinzai and Soto. They're the same. In German. Really? Mm-hmm. But they're not the same. How can you say that? It's not right. And Sambo Kyodan. Is that the same one? Yeah, Sambo Kyodan. Yeah. It's a lay lineage. Das ist eine Laienlinie. So, what was passed to me? Das, was mir weitergegeben wurde, is a mixture of these things. Ist tatsächlich eine Mischung all dieser Dinge. As Zen practice has evolved. So wie sich die Zen-Praxis entwickelt hat. People have become confused a bit. Sind die Leute ein bisschen verwirrt worden. So they've sort of removed Zen practice
from the full teaching of Buddhist practice. Sie haben die Zen-Praxis aus der vollen Belehrung der buddhistischen Praxis herausgezogen. That's a great mistake. Das ist wirklich ein großer Fehler. Zen practice and Buddhist practice are not two things. Die Zen-Praxis und die buddhistische Praxis sind nicht zwei Dinge. To not study the essential teachings. Wenn man die ganz wesentlichen Belehrungen nicht studiert, is a great mistake. Ist das auch ein großer Fehler. So it's important. Study is important. Das Studium ist wichtig. But study is also not practice. Aber das Studium ist auch nicht die Praxis. It's simply information. Das sind einfach nur Informationen. And what we do with that information, was wir aber mit diesen Informationen tun, is what's important. Das ist das, was wichtig ist. Zen practice, die Zen-Praxis, help me to save my life. Half mir, mein Leben zu retten. In the United States, in den Vereinigten Staaten, 22 former soldiers every day kill themselves. Töten sich 22 ehemalige Soldaten täglich. Yes. Yes. Zen practice helped me to save my life. Zen Praxis hat mir geholfen, mein Leben zu retten. Zen Buddhist practice. Die Zen buddhistische Praxis. Because what I was initially told, denn das, was mir ursprünglich gesagt wurde, was that it didn't matter what I thought, war, dass es nicht darauf ankam, was ich denke, what I believed, was ich glaube, or what I talked about. Oder worüber ich gesprochen habe. What mattered was how I lived my life. Worauf es ankam, war, wie ich mein Leben lebe. And that Buddhist practice wasn't a cure. Und dass die buddhistische Praxis kein Heilmittel ist. With Zen practice, I could. With Zen Buddhist practice, mit der Zen-buddhistischen Praxis, I had the opportunity to discover peace with my unpeacefulness. Hatte ich die Gelegenheit, Frieden mit meinem Unfrieden zu entdecken. And there are no shortcuts to this process. Und da gibt's keine Abkürzungen durch diesen Prozess hindurch. And people are constantly looking for shortcuts. Die Menschen schauen ständig nach Abkürzungen. If we want our life to be different, wenn wir wollen, dass unser Leben anders wird, we must live differently. Müssen wir anders leben. So I carry this practice to former soldiers. Also trage ich diese Praxis zu ehemaligen Soldaten. Or soldiers who are currently in the military. Oder Soldaten, die auch im Moment noch im Militär zu Diensten sind. Not only in the US. Nicht nur in den Vereinigten Staaten. In every place I'm invited. An jedem Ort, an dem ich eingeladen werde. I work with this topic of suffering. Ich arbeite mit dem Thema des Leidens. Not only the suffering of the soldier. Nicht nur das Leiden der Soldaten. But those who have been affected by war. Aber auch denjenigen, die vom Krieg beeinträchtigt wurden. Immediately. Ganz unmittelbar. And generations later. Und auch Generationen später. The transgenerational effects of war, violence and suffering. Die generationsübergreifenden Auswirkungen von Krieg, Gewalt. They influence our lives. Die unser Leben beeinflussen. So in this practice with the former soldiers. Also in dieser Praxis mit den ehemaligen Soldaten. I have them write. Lasse ich sie schreiben. Yes. Often through writing, häufig beim Schreiben, people can touch on topics, können Menschen Themen berühren, that they might not through speaking, die sie vielleicht nicht durchs Sprechen berühren können. Yes, things that have been hidden to us. Dinge, die uns versteckt. Bei uns versteckt waren. Hidden to our consciousness. Versteckt vor unserem bewussten Gewahrsein. They can somehow surface. Sie können in die Höhe kommen. Through writing. Durch das Schreiben. So I have them write. Also ich lasse sie schreiben. On a topic. Zu einem Thema. But they're not restricted to write only about that topic. Aber sie sind nicht nur beschränkt, über das Thema zu schreiben. And I also write. Und ich schreibe auch. Because I'm not separate from them. Denn ich bin ja von ihnen nicht getrennt. Now I have a collection of these writings. Ich habe auch eine ganze Kollektion dieser Schriften. Over years. Über Jahre. So when the board suggested another book. Und als der Vorstand dann ein weiteres Buch vorschlug. I said, oh, I have all these writings. Dachte ich, oh, ich habe ja all dieses Schriftstücke. Let's publish these. Lass uns diese doch veröffentlichen. And the editor. Und die
Editorin. Yeah, who's? Oh yeah, that's so sexist. Who is now a student? Die jetzt eine Schülerin ist. Said, no, I don't think so. Sagte, nein, nein, ich glaube nicht. I was very disappointed about this. Da war ich echt enttäuscht drüber. Crushed. Well, not crushed, but disappointed. Wirklich, ja, einfach enttäuscht. And I said, okay, so what do you want to publish? Und ich sagte dann, okay, was willst du denn dann veröffentlichen? And she made the suggestion. Und sie machte den Vorschlag. To reach out to the people whom I've had contact with over the years. Mich an die Menschen zu wenden, mit denen ich über die Jahre Kontakt habe. Who have heard me say something in a talk. Die gehört haben, was ich in einem Vortrag gesagt habe. That meant something to them. Das ihnen etwas bedeutete. That they copied down. Und dass sie aufgeschrieben haben. Or something that I have had written to them in an email. Oder etwas, was ich ihnen in einer E-Mail geschrieben habe. Yeah, I'm a 21st century monk. Ich bin ja ein Mönch des 21. Jahrhunderts. I have email. Ich habe E-Mail. Yes. And if you want, I give you the address. Und wenn ihr wollt, dann gebe ich euch die Adresse. Yes. So they, she sent out an email to all of these people. Also sie hat eine E-Mail an all diese Leute rausgeschickt. And she began to receive these texts. Und dann hat sie diese Texte bekommen. That's how this book came into existence. Das ist, wie das Buch wirklich zustande gekommen ist. I'll share one with you. Und ich teile eins. I'll read the English. Ich lese erstmal das Englische. And then Genrai will read the translation. Und Genrai liest dann die Übersetzung. Chapter 35. Kapitel 35. The second precept, do not steal. Oh yeah, that's right, I have to read. I'm waiting for her to translate. The precepts are not a set of rules to be followed rigidly, but a set of guiding principles that support us in becoming more awake and aware of our lives. The second Buddhist precept asks us to commit ourselves to not stealing. I might think of myself as someone who has never stolen anything, but it's important to look beyond the obvious forms of stealing. For example, have I ever taken away someone's sense of well-being or security by being inconsiderate or unkind? Have I ever robbed someone of their chance to grow and develop emotionally, intellectually, professionally? Have I ever discriminated, whether consciously or unconsciously, on the basis of race, gender, sexual orientation, or religion? In what ways do I benefit from the exploitation of the environment? By developing a greater awareness of the ways I do, in fact, steal, I finally have the chance to stop and to begin to live differently. Die zweite Richtlinie, stehle nicht. Die buddhistischen Richtlinien sind keine starr zu befolgenden Regeln, sondern eine Reihe von Leitprinzipien, die uns dabei unterstützen, in unserem Leben wacher und bewusster zu werden. Die zweite buddhistische Richtlinie fordert uns auf, uns zu verpflichten, nicht zu stehlen. Ich mag von mir denken, dass ich noch nie etwas gestohlen habe, aber es ist wichtig, über die offensichtlichen Formen des Stehlens hinauszuschauen. Habe ich zum Beispiel jemals jemandem das Gefühl von Wohlbefinden oder Sicherheit genommen, indem ich rücksichtslos oder unfreundlich war? Habe ich jemals jemandem die Chance genommen, zu wachsen und sich emotional, intellektuell oder beruflich zu entwickeln? Habe ich jemals diskriminiert, ob bewusst oder unbewusst, aufgrund von Rasse, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Religion? Auf welche Weise profitiere ich von der Ausbeutung der Umwelt, indem ich ein größeres Bewusstsein für die Art und Weise entwickle, wie ich in der Tat stehle, so erwächst mir daraus die Chance, damit aufzuhören und zu beginnen, anders zu leben. It's really important to see how these essential teachings. Es ist wirklich wichtig zu sehen, wo diese ganz wesentlichen Belehrungen apply to our daily life. Sich
wirklich auf unsere täglichen Leben anwenden. Not intellectually. Und nicht intellektuell. But how do they apply to our daily life? Aber wie kann ich sie in unserem Alltag anwenden? How do we live them? Wie leben wir die? These teachings Diese Belehrungen have helped me to save my life. Haben mir geholfen, mein Leben zu retten. It was like this. Es war wie das. The 13th of April. Am 13. April 1983. I had what I hope is my last drug overdose. Hatte ich, wovon ich hoffe, dass es meine letzte Drogenüberdosierung war. Yes. I am a drug addict. Ich bin ein Drogenabhängiger. I left the military a drug addict. Ich habe das Militär als Drogenabhängiger verlassen. I haven't used any drugs. Ich habe keinerlei Drogen genommen. To include alcohol. Einschließlich Alkohol. In more than 40 years now. Für mehr als 40 Jahre jetzt. I survived that overdose. Ich habe diese Überdosierung überlebt. And I was very disappointed. Ich war sehr enttäuscht. Because I didn't really want to die. Ich wollte zwar nicht wirklich sterben. But I really also didn't know how to live. Aber ich wusste auch wirklich nicht, wie ich leben sollte. The world didn't make any sense to me. Die Welt hat für mich keinen Sinn ergeben. I didn't have any place where I fit. Ich hatte keinen Ort, wo ich hineingepasst hätte. I always felt just a bit outside of everything. Ich habe mich immer so ein bisschen außerhalb von allem, gefühlt. The first step. Der erste Schritt to waking up. Zum Erwachen. And it is the point of Buddhist practice. Punkt der buddhistischen Praxis. Regardless of what lineage, what tradition. Egal welche Linie oder welche Tradition. It's about waking up. Es geht um das Erwachen. Was I needed to stop taking intoxicants. Also musste ich aufhören, Rauschmittel zu nehmen. And stay stopped. Und dabei bleiben. Yes. Not a simple thing. Es ist keine einfache Sache. And I couldn't do that. Ich konnte das nicht tun. Without support. Ohne Unterstützung. Because when I took away the intoxicants. Denn als ich dann die Rauschmittel wegnahm. These were the things that were. They were like a blanket for my suffering. Das waren so die Dinge, die wie eine Bettdecke für mein Leiden waren. It was what I was using. Während ich was eingenommen habe. To keep this suffering at a distance. Also ich habe Rauschmittel eingenommen, um dieses Leiden auf Distanz zu halten. Yes, in the war. Im Krieg. I have done unspeakable things. Habe ich unaussprechbare Dinge getan. I mean, I say unspeakable. Ich sage unaussprechbar. But I do talk about the things. Aber ich spreche auch über die Dinge. Because that which I don't talk about. Denn das, worüber ich nicht spreche. Stays trapped in here. Das bleibt hier drin stecken. And then I'm constantly looking for something to keep that, to maintain that trappedness. Und dann suche ich ständig nach irgendetwas, damit dieses Feststecken beibehalten werden kann. Interesting, I keep looking at the cotton. Ist interessant, ich mache immer damit weiter, hier auf die Wolle zu schauen. Where I live in the United States, they grow it. Da, wo ich in den Vereinigten Staaten bin, wird das herangezogen. But the history of this. Aber die Geschichte davon is heartbreaking. Ist herzzerreißend. Living in awareness. Wenn man im Bewusstsein lebt. Rejecting suffering nor over-identifying with it. Weder das Leiden zurückweist noch sich damit überidentifiziert. I can hear what this cotton is. I can hear the stories this cotton is telling me. Und dann kann ich die Geschichten hören, die diese Baumwolle mir erzählt. And I'm willing to listen. Und ich bin willens zuzuhören. It is important. Das ist wichtig. I must be cautious not to wrap myself up. Ich muss vorsichtig damit sein, mich nicht einzuwickeln. In some false identity. In eine falsche Identität. The robes. Die Roben. When I became ordained, this was the clothes they were given to me. Als ich ordiniert wurde, war das die Bekleidung, die mir gegeben wurde. I do not dress up for you. Ich habe mich jetzt nicht für euch schick gemacht. This is not a costume. Das ist kein Kostüm. Yes. But it's interesting. Aber es ist auch interessant. So walking through the airport.
wenn man so durch den Flughafen geht. Or on the street. Oder auf der Straße. Oh, it's very interesting, the reactions. Sind die Reaktionen sehr interessant. But sometimes I have people coming to me. Aber manchmal habe ich auch Leute, die zu mir kommen. And they say, und die sagen dann, oh, where'd you get these clothes? Oh, wo haben Sie die Bekleidung her? They're so cool. Die sind so cool. Yeah. And I said, well, I became ordained as a Buddhist monk. Und ich sage dann, ja, ich wurde als ein buddhistischer Mönch ordiniert. And if you really like them, und wenn Sie das wirklich mögen, I can do that for you. Kann ich das auch für Sie tun. It just means that you have to shave your head. Das bedeutet dann nur, dass Sie Ihr Haar rasieren müssen. You can't have any intoxicants. Sie können keine Rauschmittel einnehmen. You need to stop eating meat, fish and poultry. Sie müssen damit aufhören, Fleisch, Fisch und Geflügel zu essen. You need to commit yourself to an active meditation practice. Und Sie müssen sich gegenüber einer aktiven Meditationspraxis verpflichten. And you can't get married. Und Sie können nicht heiraten. Simple. Ganz einfach. And then you can have the clothes. Und dann kann man die Bekleidung haben. And I can give them to you. Und ich kann sie Ihnen geben. And really the people did, yes, exactly. The people go, oh, 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 they're not that nice. Sind doch nicht so schön. But it was very similar to my first reaction. Aber es war auch ganz ähnlich bezüglich meiner ersten Reaktion darauf. So I have lived and studied in two separate monasteries. Ich habe in zwei unterschiedlichen Klöstern gelebt und studiert. One in France. Das eine war in Frankreich. And one in the U.S. Und eines in den Vereinigten Staaten. I do not mention the names of the monasteries. Ich nenne nicht die Namen der Klöster. And I do not mention the names of the people whom I studied with. Und ich nenne auch nicht die Namen der Menschen, mit denen ich studiert habe. And that is intentional. Und das tue ich ganz bewusst. Because in the process of study. Denn in dem Prozess des Studiums. In the ancient times. In den vergangenen Zeiten. Before Confucius. Vor Konfuzius. And all of these and the bureaucratic rules that started to come into society and culture. Und all die bürokratischen Regeln, die in die Gesellschaft eingeführt wurden. A teacher is a lineage. Ist die Linie eines Lehrers. Or where they studied. Oder Lehrerin und wo man studierte. Was never mentioned until they died. Wurde niemals genannt, bis die Person gestorben ist. You come and practice with me, wenn man kommt und mit mir praktiziert, because of what I have to offer. Aufgrund dessen, was ich anzubieten not habe. Because of who I studied with, nicht aufgrund dessen, mit wem ich studiert habe oder wo ich studiert habe. The first monastery that I was in, das erste Kloster, in dem ich war, it was the exact place, das war genau der Ort, where I met Gabriele. Wo ich Gabriele getroffen habe. Yes. What, 2 or 3 years ago? Vor 2, 3 Jahren. Yeah, some years ago. Also einige Jahre at her. At that time? Zu dieser Zeit? I had hair about this long. Hatte ich das Haar ungefähr so lang. Really? Your color. Und ungefähr deine Farbe. I loved my hair. Und ich habe meine Haare geliebt. It was just, I loved everything about my hair. Ich habe alles bezüglich meiner Haare geliebt. So, I was offered to become ordained in this monastery. Mir wurde auch angeboten, Ordination in diesem Kloster anzunehmen. And I said, do I have to shave my head? Und ich habe dann gefragt, muss ich mir denn den Kopf rasieren? They said, yes. Und die haben gesagt, ja. And you have to live here. Und du musst hier leben. And you have to know this master is the only teacher. Und du musst wissen, dass dieser Meister der einzige Lehrer ist. You need to do what we tell you to do, when we tell you to do it. Du musst das tun, was wir dir sagen zu tun und auch wann es zu tun gilt. The first part, shaving the head. Der erste Teil, die Haare zu rasieren. I already said no. Habe ich schon gesagt, no, nee. I'm not ready to do this. Da bin ich noch nicht so weit, das zu tun. The same thing happened. Das gleiche passierte. I lived and studied in this the first monastery 3 years. Also in dem ersten Kloster habe ich 3 Jahre gelebt und studiert. I came back to the US. Dann bin ich zurück in die Vereinigten Staaten in gekommen. In that 3 years I already knew that I was committed to this Buddhist path, whatever it meant. Und in diesen 3 Jahren, da war mir dann schon klar, dass ich entschlossen war gegenüber diesem buddhistischen Pfad, was auch immer das bedeutete. The commitment. Die Entschlossenheit already familiar to me. War mir schon ganz bekannt. And there were things that I was already doing. Und da waren Dinge, die ich sowieso schon gemacht habe. When I
But after 3 years, I left that monastery. Aber nach 3 Jahren habe ich dieses Kloster verlassen. I came back to the US. Bin zurück in die Vereinigten Staaten. And I met the teacher whom I'm ordained by. Und habe dann den Lehrer getroffen, von dem ich Ordination erhalten habe. And I appreciated the work that this community was doing. Und ich habe die Arbeit, die diese Gemeinschaft getan hat, sehr geschätzt. They had a committed sitting practice. Sie hatten eine ganz entschlossene Sitzpraxis. But they were also living in the world. Aber sie lebten auch in der Welt. They were doing a lot of social projects. Die haben viele soziale Projekte gemacht. Meditation and daily life are not two things. Meditation und das alltägliche Leben sind nicht zwei Dinge. When sitting is the key to an active meditation practice. Aber das Sitzen ist der Schlüssel zu einer aktiven Meditationspraxis. If you don't sit, wenn du nicht sitzt, then you better. Dann machst du das mal besser. I'm just saying. Ich sag das mal so. First thing in the morning. Die erste Sache am Morgen. When you wake up. Wenn du aufwachst. Before you do anything. Bevor du irgendetwas anderes tust. Make your bed. Mache dein Bett. Like you never slept in it. Als wenn du nie darin geschlafen hättest. And then sit. Und dann sitze. For 5 minutes. Für 5 Minuten. 5 minutes. 5 Minuten. Then the last thing before dann you go to bed. Die letzte Sache, bevor du ins Bett gehst. You repeat the process. Und dann wiederholst du nochmal den Prozess. You don't make your bed. Du machst das Bett dann nicht. That's already done. Weil das ist ja schon erledigt. So you unmake your bed. Also schlägt man es auf. Sit for 5 minutes. Sitzt wieder für 5 Minuten. Do it every day. Mach das jeden Tag. Nothing is more important. Nichts ist wichtiger. Like this. Wie das. What's the most important thing in your life? Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Ganz schnell. Meditation. Oh, okay. In the back corner. What's the most important thing in your life? Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Quick. Schnell. Something. Etwas, irgendwas. To do something that makes sense. Okay. Nützliches tun, ne? Okay, put your water down. This will be a little tricky. It will. Yeah, come. I'm going to do an exercise with also, ich mache jetzt eine Übung. This is going to be a little tricky. Das ist jetzt ein bisschen. Because I have this thing on. Weil ich das Ding hier anhab. And I have my hearing aid in. Ich habe mein Hörgerät noch drin. We'll see how this works. Mal sehen, wie das jetzt klappt. Yes. Okay. I would like you to imagine that. Whoa. Okay. I would like you to imagine that you're in my skin. Ich möchte, dass ihr euch vorstellt, in meiner Haut zu stecken. As best as possible. So gut wie es geht. Okay, let's see how you do this. Also in dem Moment. Wow, the world is different without my glasses. Oh, die Welt ist anders ohne Brille. Ah, there you are. Da seid ihr. When I pulled the hand away from my mouth. Als ich die Hand von meinem Mund und meiner Nase weggezogen habe. What was the most important thing in my life? Was war das Wichtigste in meinem Leben? That's right. Breath. Der Atem. The foundation of life. Das ist die Grundlage des so Lebens. When we sit, also wenn wir sitzen. It's about discovering. Dann geht es darum zu entdecken, what prevents us from connecting to our breath. Was uns davon abhält, uns mit unserem Atem zu verbinden. If we are not connected to our breath consciously, wenn wir nicht bewusst mit unserem Atem verbunden sind, then the world is only a fabrication of our mind. Dann ist die Welt nur eine Fabrikation unseres Geistes. If we're not connected with our breath consciously, wenn wir nicht ganz bewusst mit unserem Atem verbunden sind, then we are trapped in a repeating cycle of suffering. Dann sind wir gefangen in einem sich wiederholenden Kreislauf des Leidens. An essential Buddhist theme.
ein ganz wesentliches buddhistisches Thema. Das Thema der Allverbundenheit. You and I were not separate. Du und ich, wir sind nicht getrennt. But if we don't have an active practice, aber wenn wir keine aktive Praxis haben, we can somehow say it, dann können wir das vielleicht so sagen. But we don't really know it. Aber wir kennen es nicht we wirklich. Don't experience it. Wir erfahren es nicht. It's the truth of meditation. Das ist auch die Wahrheit der Meditation. Is to experience this presentness. Wirklich dieses Präsentsein zu erfahren. In everything we do all the time. In allem, was wir tun, jederzeit. Brushing the teeth. Zähne putzen. Is not different from sitting. Ist nicht anders als sitzen. When we finish using the sink in the bathroom. Wenn wir fertig sind, das Waschbecken im Badezimmer zu benutzen, we clean it as if we were never there. Dann machen wir es sauber, als wenn wir da nie gewesen wären. Because the gift that the sink gives us. Denn das Geschenk, das das Waschbecken uns gibt, the willingness to see where I am connected to the sink. Die Bereitschaft zu schauen, wo ich mit diesem Waschbecken verbunden bin. Because I am not different from the sink. Denn ich bin auch von dem Waschbecken nicht getrennt. I'm also not the sink. Ich bin auch nicht das Waschbecken. I'm not confused about ich bin da jetzt nicht verwirrt diesbezüglich. But really, to be willing to experience the truth of interconnectedness. Aber tatsächlich willens sein, die Wahrheit der Allverbundenheit zu erfahren, zu erleben. If we don't have an active practice, wenn wir keine aktive Praxis haben, rooted in breath awareness, die in dem Atembewusstsein verwurzelt ist, we do miss the point. Dann verpassen wir den Punkt. When sitting form is important. Beim Sitzen ist die Form schon wichtig, but form is not the practice. Aber die Form ist auch nicht die Praxis. So it's important to receive solid, authentic instruction. Daher ist es wichtig, ganz solide, authentische Instruktionen zu erhalten. To really embrace that instruction. Und diese Instruktionen zu umarmen. And to see how that then manifests in your life. Und zu schauen, wie sie in deinem Leben manifestieren. We embrace the instruction, we copy it. Wir umarmen diese Einführungen und wir kopieren das. Until it becomes ours. Bis es unseres wird. I'm not Japanese. Ich bin ja kein Japaner. I have no desire to be Japanese. Ich habe auch keinen Wunsch, Japaner I'm zu not sein. About copying Japanese culture. Und ich will auch gar nicht die japanische Kultur kopieren. The deepest respect I can pay to the Japanese teacher who brought this lineage to the US. Den tiefsten Respekt, den ich gegenüber dem japanischen Lehrer ausdrücken kann, der die Belehrungen von Japan in die Vereinigten Staaten gebracht hat, is to take what he's given me. Ist das zu nehmen, was er mir gegeben hat? Passed on to me. Was er mir weitergegeben hat. And allow it to become mine. Und dem zu erlauben, meins zu werden. Because mine is not different than his. Denn meins ist ja nicht anders als seins. I mean, it is. Ist es schon. But it is also not. Aber es ist es eben auch nicht. It is impossible to get to that point. Und es ist unmöglich, zu diesem Punkt zu gelangen. As long as I'm taking intoxicants. Solange ich Rauschmittel zu mir nehme. Can't do it. Dann kann ich es nicht machen. You can argue and debate that if you like. Man kann das argumentieren und debattieren. But if you're arguing and debating, aber wenn du schon argumentierst und debattierst, you're already in the wrong place. Dann bist du schon am falschen Ort. Yes. If we want the world to be different, wenn wir wollen, dass die Welt anders wird, and I imagine that's why you're here. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ist, weshalb ihr hier seid. Then we need to live differently. Dann müssen wir anders leben. We can't think ourselves into a new way of living. Wir können uns in eine neue Lebensweise nicht hineindenken. We have to live ourselves into a new way of thinking. Wir müssen uns in eine neue Lebensweise hineinarbeiten. So when sitting. Also beim Sitzen. We need to have a solid, stable posture. Müssen wir eine ganz stabile Haltung einnehmen. And when breathing. Und beim Atmen. We breathe in through the nose. Atmen wir durch die Nase ein. Out through the mouth. Und durch den Mund aus. When breathing into the nose, wenn man durch die Nase einatmet, we don't follow the breath into the body. Folgen wir dem Atem nicht in den Körper hinein. We pay attention to
the precise point where it enters the body. Aber wir achten auf den genauen Punkt, wo er den in den Körper eintritt. But we have to be cautious that we're not cutting the breath off at the diaphragm. Also müssen wir aufpassen, dass wir den Atem nicht am Zwerchfell abschneiden. We have to breathe into the abdomen. Wir müssen wirklich in den Bauch atmen. Now, with part of establishing a stable posture. Und Teil dessen, eine stabile Haltung zu etablieren. We are cultivating a relationship with our body in space. Da kultivieren wir eine Beziehung mit unserem Körper im Raum. So it's not necessary to follow the breath into the body. Es ist also nicht nötig, dem Atem in den Körper hinein zu folgen. To know that we are breathing into the abdomen. Zu wissen, dass wir in den Bauch einatmen. Breathing into the abdomen. Wenn man in den Bauch einatmet, our stomach expands. Dann wird sich der Bauch heben. Aware of our body in space. Wenn ich dem Körper im Raum bewusst bin, we know that. Wissen wir das. Our stomach communicates that to us. Der Bauch kommuniziert das mit breathing uns. Out. Und beim Ausatmen we don't follow the breath out of the body. Folgen wir dem Atem auch nicht aus dem Körper heraus. Wir achten nur auf den präzisen Punkt, wo er den Körper verlässt. And we notice the stomach contract. Und wir bemerken, dass der Bauch sich zusammenzieht. Steady, slow, rhythmic breathing. Stetiges, langsames, rhythmisches Atmen. To stay in contact with your breath. Und mit dem Atem in Kontakt zu bleiben. Every breath. Überall. All the time. Jederzeit. Throughout the day. Während des Tages. Simple. Einfach. Really simple. Das ist wirklich einfach. Imagine. Stellt euch vor. You just have to be aware you're breathing. Du musst dir nur bewusst sein, dass du atmest. But when we sit down. Aber wenn wir uns hinsetzen, we invite the silence into our life. Dann laden wir die Stille in unser Leben ein. We start to consciously connect with the breath. Und wir fangen dann damit an, uns ganz bewusst mit unserem Atem zu verbinden. We breathe in. Wir atmen ein. We breathe out. Wir atmen aus. We breathe in. Wir atmen ein. Knowing that we're breathing in. Wissend, dass wir einatmen. We breathe out. Wir atmen aus. The mind goes, oh. I forgot to turn off the light. Dann geht's auf einmal los. Oh, ich habe vergessen, das Licht auszumachen. I wonder what's going to happen today. Ich frage mich, was heute passieren wird. What will the traffic be like coming into Hamburg? Wie wird es wohl mit dem Verkehr sein, wenn ich nach Hamburg reinfahre? With my boss, what is mind is then busy. Mein Boss, mein Chef, der Geist ist einfach ganz beschäftigt. Immediately we lost contact with the breath. Schon sofort haben wir den Kontakt zum Atem verloren. Buddhist practice is not a complicated matter. Buddhistische Praxis ist keine komplizierte Sache. Very, very simple. Es ist sehr, sehr einfach. We have to let go of all our ideas of things. Wir müssen all unsere Ideen von den Dingen loslassen. That's all. Das ist alles. If we think we know, wenn wir denken, dass wir das schon wissen, we're already in trouble. Dann haben wir schon ein Problem. When we can arrive to a point, wenn wir zu einem Punkt kommen können, not rejecting, das nicht ablehnen, not grasping, und das nicht greifen, then we stand a chance. Dann haben wir eine Chance. We stand a chance of really listening to the teachings that the world is giving us. Wir haben dann eine Chance, den Belehrungen, die die Welt uns gibt, zuzuhören. I'll read one more thing out of this wonderful book. Ich werde noch eine Sache aus diesem wunderbaren Buch vorlesen. It's great. Das ist I've been told that. Großartig wurde mir gesagt. I wouldn't. Ah, look at that. Yeah. Cat prints. Das sind Katzenpfoten. Yeah, the cat got into the ink. Die Katze ist da in die Tinte gelaufen. Ah, chapter 41. Also, Kapitel 41. You ready? Okay. Meditation is not stress reduction. Often people get seduced into the idea that they should sit in meditation for long periods of time. Perhaps they find a certain comfort in this idea. But this is more often than not a way of using sitting meditation as an anesthetic
and escape from our suffering. Meditation is not fundamentally about stress reduction, even though it does get marketed this way. Meditation is about much more than this. The disciplined practice of meditation is about transforming ourselves and our world. In truth, sitting on a cushion is like sitting on a bomb. We become more still. As we become more still, all of the suffering that we have carefully kept out of our awareness through all of our action and activity will begin to surface. At times, it might even explode into our awareness. If we continue to practice sitting meditation at this key point, we will learn how to be present with all of this. We'll learn how to be at peace with our unpeacefulness, how to develop steadiness and awareness under any circumstances. Meditation ist nicht Stressabbau. Oft lassen sich Menschen von der Idee vereinnahmen, dass sie lange Phasen in Meditation sitzen sollten. Vielleicht bietet ihnen diese Vorstellung einen gewissen Trost. Aber meist handelt es sich um eine Art, die Sitzmeditation als ein Betäubungsmittel zu benutzen, als Flucht vor unserem Leiden. Bei der Meditation geht es grundsätzlich nicht um Stressabbau, auch wenn sie so vermarktet wird. In der Meditation geht es um viel mehr als das. Bei der disziplinierten Praxis der Meditation geht es darum, uns selbst und unsere Welt zu wandeln. In Wahrheit ist das Sitzen auf einem Kissen wie das Sitzen auf einer Bombe. Wenn wir stiller werden, wird all das Leiden, das wir durch all unsere Handlungen und Aktivitäten sorgfältig von unserem Bewusstsein ferngehalten haben, an die Oberfläche kommen. Manchmal kann es sogar in unser Gewahrsein hinein explodieren. Wenn wir die Sitzmeditation über diesen entscheidenden Moment hinaus praktizieren, werden wir lernen, wie wir mit all dem präsent sein können. Wir werden lernen, wie wir mit unserem Unfrieden in Frieden sein können, wie wir unter allen Umständen Stetigkeit und Gewahrsein entwickeln können. All of our ideas of things. Alle unsere Ideen von den Dingen. We use our ideas, wir benutzen unsere Vorstellungen, to shape the world we experience. Um die Welt, die wir erfahren, einzufärben. And then we are invested. Und dann sind wir da ganz stark rein investiert, forcing the world to conform to our ideas. Die Welt dazu zu zwingen, dass sie sich unseren Ideen anpassen soll. If you want to wake up. Wenn du aufwachen willst, are you willing to let go of your ideas? Bist du dann willens, deine Ideen loszulassen? And let the world inform you. Und dass die Welt dich informiert. Now the most interesting part of the evening. Jetzt kommt der interessanteste Teil des Abends. You get to ask me any question that you want. Ihr könnt mir jede Frage stellen, die ihr stellen möchtet. Providing it's a question. Vorausgesetzt, es ist eine Frage. Direct, straight to the point. Ganz direkt und geradlinig auf den Punkt gebracht. Nothing is out of bounds. Nichts ist aus dem Rahmen. And please don't be shy. Und bitte sei auch nicht schüchtern. Ask. Einfach fragen. Or be shy. Oder sei schüchtern. Ask anyway. Und frag trotzdem. Questions. Fragen. Yes, just a moment. Can they also ask questions? Can they also ask questions from YouTube? Yes. Okay, good. So you on YouTube, you can ask questions. And be careful when you give them the microphone. Remember, 12 words or less. If you need 14, you can have 14. Okay. Haben Sie nach dem Krieg und dem, was sie getan haben, inneren Frieden gefunden? Did you find after the war and what you have done in the war inner peace? Oh, gosh. I don't really know what inner peace is. Ich weiß gar nicht richtig, was innerer Frieden ist. I have no idea about it. Ich habe davon keine Vorstellung. What I can
I'm very cautious about all of these ideas of things. Ich bin da sehr vorsichtig mit all den Ideen zu diesen Dingen. I mean, what is inner peace? Was ist denn innerer Frieden? Ja. Being calm. What's calm? Was ist dann wieder ruhig? You see where it goes. Siehst du, wo das hinführt? Because then I, with all of these ideas, mit all diesen Ideen, then I make an effort, then I feel my life has to conform. Dann habe ich immer das Gefühl, dass mein Leben sich anpassen muss, to all of the ideas. Oder passen muss bezüglich dieser Ideen. So I'm forcing life. Und dann zwinge ich das Leben, to do something perhaps it's not intended. Etwas zu tun, was vielleicht gar nicht beabsichtigt ist. What is most important? Was am allerwichtigsten ist, is to learn to live at peace with my unpeacefulness. Ist zu lernen, in Frieden mit meinem Unfrieden zu leben. This develops through my commitment. Das entwickelt sich aus meinen Verpflichtungen. To sit just to sit. Sitzen einfach um zu sitzen. To walk just to walk. Gehen einfach um zu gehen. To eat just to eat. Essen einfach um zu essen. And to not hide. Und mich nicht zu verstecken. To be willing to experience the depths of my suffering. Willens zu sein, die Tiefen meines Leidens zu erfahren. In all of its forms. In all seinen Formen. Not rejecting it. Es nicht abzulehnen. Nor having it identify me. Noch es mich identifizieren lassen. So, since the war. Und so seit dem even Krieg. Even during the war. Sogar schon währenddessen. At night, the night wasn't safe. In der Nacht war es nicht sicher. The night was a time of activity. Die Nacht war eine Zeit von Aktivität. From the Vietcong. Durch den Vietcong. I made a conscious decision. Da habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen. Because of a particular incident. Aufgrund eines bestimmten Vorfalls. To not sleep. Nicht mehr zu schlafen. And some people were entrusted with our safety. Und manche, also da waren Menschen, die unsere Sicherheit bewahren sollten. They fell asleep. Aber die sind eingeschlafen. And the VC were able to get to us. Und dann the VC. Und der Vietcong ist dann eben eingedrungen. And as a result, many people died. Und als Ergebnis dessen sind viele Menschen gestorben. Sleeping is not safe. Also ist Schlafen nicht sicher. I will sicher. Not sleep again. Ich werde nicht mehr schlafen. Now, I left the military in 1968. Ich habe das Militär 1968 verlassen. I have not slept more than 2 hours. Ich habe nicht mehr als 2 Stunden consecutively durchgehend geschlafen. Yeah. In any night. In irgendeiner Nacht. Since that time. Seit dieser Zeit. In the beginning I suffered greatly with this. Am Anfang habe ich da groß drunter gelitten. I didn't suffer from not sleeping or from I didn't suffer from the way I was sleeping. Also ich habe gar nicht daran aufgrund der Art und Weise gelitten, wie ich geschlafen habe. I suffered from the idea. Ich habe an der Vorstellung gelitten, how I was supposed to sleep. Wie ich denn eigentlich schlafen sollte. It was a failure of acceptance. Das war ein Fehler der Akzeptanz. This is like this. Das ist so, wie es ist. Because that was like that. Weil das war, wie das war. As this is. So wie dieses ist. That becomes. Wird das werden. So in this willingness to be present. Also in dieser Bereitschaft, präsent zu sein. To accept the reality. Die Realität zu akzeptieren. There is a peace with my unpeacefulness. Da ist dann der Frieden mit meinem Unfrieden. There are other examples. Und da gibt's noch andere Beispiele. Yeah. Public transportation. Zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel. Oh, very difficult for me. Sehr schwierig für mich. Too many people. Zu viele Leute. Too tight a space. Zu enger Raum. I loved COVID. Ich mochte Corona. I really liked this COVID times. Ich mochte diese Corona-Zeit. Yeah, because people were all away. Weil die Leute waren alle weg. Yes, the businesses were closed. Und dann die Geschäfte waren geschlossen. There was no traffic. Es gab keinen Verkehr. It was really quiet. Es war wirklich ruhig. It was wonderful. Das fand ich wunderbar. Yes, there weren't people driving crazy in their cars. Da sind Leute nicht im Auto ausgeflippt. There weren't people arguing and fighting. Well, also, not too much. A little. Argumentiert oder gestritten hätte, zumindest nicht so viel. But truth is different.
Aber die Wahrheit ist eine andere. It wasn't always be like that. Es wird nicht immer so sein. So, I need to learn how to live at peace with my unpeacefulness. Also muss ich lernen, in Frieden mit meinem Unfrieden zu leben. If I need to take public transportation, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel nehmen muss, there is anxiety connected to that. Dann ist damit angespannte Aufregung verbunden. I accept that. Ich akzeptiere das. And I find a place, und ich finde einen Ort, where I can stand, wo ich stehen kann, where I can see everything. Wo ich alles sehen kann. And it's safer for me. Es ist, fühlt sich für mich sicherer an. So, this is it's not to not feel. Also es geht nicht darum, nicht zu fühlen. But how to be present with how I feel. Aber damit präsent zu sein, wie ich fühle. And to understand. Und zu verstehen. The interconnected realities. Die allverbundene Realität, that shaped my decisions, die meine Entscheidungen gefärbt hat, to join the military and to go to war, ins Militär einzutreten und in den Krieg zu ziehen. Because in truth, denn in Wahrheit, violence is never a solution. Gewalt ist niemals eine Lösung. Never. Niemals. Violence only gets more violence. Gewalt wird immer nur mehr Gewalt erzeugen. We can argue and debate, but da kann man argumentieren und debattieren. I know the truth. Aber ich weiß diese Wahrheit. Or I know the truth of this reality. Aber ich weiß die Wahrheit dieser Realität. Yeah. So the point for me is to wake up. Also der Punkt für mich ist aufzuwachen. To the 10,000 ways in which I'm still connected to violent interaction with the world I'm zu den 10,000 Wegen, wie ich immer noch dabei bin, gegenüber der Welt auch gewalttätig auszuagieren. Questions. Fragen. Or for you people out there in YouTube land. Oder für euch Leute da im YouTube-Land. Yeah. I feel like the person on the TV doing the weather. Ich fühle mich so ein bisschen wie die Person im Fernsehen, die das Wetter ansagt. All that's missing is this green background. All das, was noch fehlt, ist dieser grüne Hintergrund. See, Berlin is here and da ist Berlin. Yes, please. Ich habe eine Frage. Oh, hold on. Wait, einen Moment bitte. Okay. Ah, the technical person is committed to giving you the microphone. Okay. Gut, meine Frage ist, warum ist es wichtig, dass ich beim Meditieren durch den Mund ausatme? My question is, why is it important during meditation to breathe out of ich atme immer durch Nase ein und auch durch die Nase wieder aus. I always breathe in through the nose and out through the nose. You can stay back there for a moment. I mean. This is simply the way I was instructed. Das ist einfach die Art und Weise, wie ich Instruktionen erhalten habe. I have also sat with some communities. Ich habe auch mit manchen Gemeinschaften gesessen. Where that is their technique. Wo das ihre Technik ist. So I just do that. Und dann mache ich das einfach. Aware of my breath. Meines Atems bewusst. Stay equally connected. Wirklich ganz gleichmäßig verbunden zu bleiben. But I would invite you. Aber ich würde einladen, if this is your habit, wenn das die Gewohnheit ist, to do it differently, es vielleicht einfach mal anders zu machen. See how that works for you. Und zu schauen, just experiment. Funktioniert. Einfach mal experimentieren. Yes, there's no fixed points in this. Und da gibt's keinen fixen Punkt dabei. Yes. The point is to discover what distracts us. Und der Punkt ist eher zu entdecken, was uns davon from ablenkt. Remaining connected to our breath. Dass wir mit unserem Atem verbunden sind. Ah. Yes, much better. You turned it on. Yeah. And what prevents us from being connected with our breath? Und das, was uns davon abhält, mit unserem Atem verbunden zu bleiben, is our ideas. Das sind unsere Vorstellungen. Of what connection is. Was Verbundenheit denn bedeutet? What prevents us, was uns davon abhält, is the warum. Ist das why. You did it. Good. I was just testing the translator. Ich habe nur mal die Übersetzung getestet. Questions. Fragen. No, okay.
Kenshin, where are your questions? Kenshin, wo sind deine Fragen? Oh yes, please, in the back. Oh, oh. Na, 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 na. In welchen Momenten klingelst du mit dieser Glocke? Pling. Wow. In which moments do you ring the bell? This is your question to respond to. Und das ist deine Frage, um sie zu beantworten. And you, how's your German? Is it okay? That's okay. Nicola will give you this response. Vielen Dank für die Frage. Ich habe bestimmte Zeiten, wo ich die Glocke zum Erleuchten bringe, zum Klingen bringe, genau. Also, ja. Und je nach der Zeit mache ich zwei oder eine Glocke. Ich habe zeitliche Vorgaben. Genau. Okay. Vielen Dank. Good. Oh. So what did you imagine was the reason for the bell? Was hast du dir vorgestellt, was der Grund für die Glocke sein könnte? Did you have any imagination? Irgendeine Vorstellung davon? Ich sag's auf Deutsch, denn ich dachte... Ich dachte eher aus einem inneren Impuls heraus. What? I thought rather from an inner impulse. Okay. Oder aus einem Gefühl, dass wir uns jetzt mehr konzentrieren sollten. Or out of a feeling that we should concentrate more now. There's the impulse. Da ist der Impuls. It's quite interesting. Also es ist eben ganz interessant. What people imagine about the bell. Was eben die Menschen für Vorstellungen bezüglich der Glocke haben. Yes. Questions. Fragen. But this is a very important question. Es ist aber eine sehr wichtige Frage. Because I imagine a lot of people have it. Denn ich kann mir vorstellen, dass viele Leute die Frage haben. But they don't ask. Aber sie stellen die Frage nicht. Because they think they have to ask some profound question. Denn sie denken, man müsste irgendeine andere, tiefgründigere Frage stellen. Aber diese Fragen, they are really the most profound. Das sind wirklich die tiefgründigsten. Questions? Fragen? Oh, oh yes. Yes. So dieses Konzentrieren auf den Atem, mm-hmm. Schaffst du das auch zum Beispiel, wenn du sprichst die ganze Zeit? Concentrate on your breath. Mm-hmm. Do you also manage this while you are speaking? Yes. Mm-hmm. Ja. When I'm speaking, wenn ich spreche, when I'm eating, wenn ich esse, when I'm brushing my teeth, wenn ich mir die Zähne putze, when I'm working, wenn ich arbeite, when I'm sleeping, wenn ich schlafe, well, going in to sleep and coming out of sleep. Also wenn ich in den Schlaf hineingehe oder herauskomme. Yes. But please understand something. Aber verstehe bitte auch. Well, I'm much more connected to my breath. Obwohl ich viel mehr mit meinem Atem verbunden bin. I'm still distracted. Bin ich immer noch abgelenkt. But not so often. Aber nicht mehr so häufig. So,
what has evolved over time, was sich über die Zeit entwickelt hat, is that I have become the observer. Ist, dass ich zum Beobachter geworden of bin, thoughts, meiner Gedanken. I've become the observer of my mind. Ich bin der Beobachter meines Geistes geworden. At the same time being in contact with the breath. Und gleichzeitig bin ich in Kontakt mit meinem Atem. So the mind has evolved into my relation to the mind has changed. Also meine Beziehung zu meinem Geist hat sich verändert. The mind is not the boss. Der Geist ist nicht der Chef. Ah, yes. Du sagtest, du würdest nur 2 Stunden schlafen über Jahre. Habe ich das falsch verstanden? Oder ist das 2 Stunden im Stück und dann schläfst du weiter? Ich weiß nicht, wie man das aushalten kann, nur 2 Stunden schlafen. You said that you slept only 2 hours. How is this meant? Just 2 hours and then you wake up, or 2 hours since the war? Because I can hardly imagine how one can endure it. Yes. Not sleep. Well, it's 2 hours consecutively. Das sind immer 2 Stunden am Stück. So, sometimes it's not even 2 hours. Manchmal sind es eben auch keine 2 Stunden. But so I would fall asleep. Also das heißt, ich schlafe dann ein. And then at a certain point, I'm awake. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt bin ich wach. And then, and it depends. Und das hängt dann davon ab. Sometimes when I wake up, I'm quite anxious or agitated. Und manchmal, wenn ich wach werde, bin ich ängstlich oder auch aufgeregt. So I'm not able to easily go back to sleep. Es ist mir dann nicht möglich, wieder leicht einzuschlafen. So in that moment. Und in dem Moment. I don't fight. I don't argue. Kämpfe ich nicht oder argumentiere nicht. I get out of bed. Ich stehe auf dem Bett auf. I do something. Und dann mache ich irgendwas. You know, I practice walking meditation. Dann praktiziere ich Gehmeditation. I might practice Netflix meditation. Vielleicht praktiziere ich Netflix-Meditation. I might practice Prime Video meditation. Oder Prime Video meditation. I might write some emails. Vielleicht schreibe ich auch E-Mails. I might I might do. I find something. Ich finde einfach irgendwas. Sometimes the house, sometimes where I'm staying, it's too small for me. Manchmal ist es da, wo ich bin, zu klein für mich in diesen Momenten. So I need to get outside. Dann muss ich nach draußen gehen. I have to walk outside. Ich muss nach draußen schreiten. I was during the fighting in the Balkans. Während der Kämpfe im Balkan. I was twice into the fighting. Ich bin 2-mal in die Kämpfe gegangen. But as a monastic. Aber als Mönch. After the first time into the Balkans. Nachdem ich das erste Mal im Balkan war. I stayed with a very close friend here in Hamburg. Da bin ich mit einem sehr engen Freund hier in Hamburg zusammengeblieben. And I learned a new card game. Ich habe ein neues Kartenspiel kennengelernt. Mau Mau. Yes. And I also learned about Vitam R. Und ich habe auch über Vitam A davon gelernt. So it was really coming out of this war place. Es war tatsächlich so, aus diesem Kriegsort herauszukommen. I was very anxious. Da war ich sehr ängstlich. And so this friend sometimes sat with me deep into the night. Und dieser Freund oder die Freundin saß lange mit mir, manchmal bis spät in die Nacht hinein. Playing Mau Mau and wir haben Mau Mau gespielt. And eating bread with Vitamar. Und eben das Brot mit dem Aufstrich but gegessen. Then at a certain point I needed to go out and walk. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt musste ich dann rausgehen und spazieren. Too tight. Es war einfach zu eng. And really walking in the streets of Hamburg. Und wirklich in den Straßen von Hamburg zu after gehen. This war experience, nach dieser Kriegserfahrung. In the Balkans. Im Balkan. I could hear the planes. Konnte ich die Flugzeuge hören. I could hear the bombs dropping. Ich konnte hören, wie die Bomben fielen. And I could see the buildings destroyed. Und ich konnte sehen, wie die Gebäude zerstört wurden. To just be present with that. Damit einfach präsent zu sein. To be willing to be present to that. Willens zu sein, mit so etwas präsent zu bleiben. This is a point of practice for me. Das ist für mich der Punkt der Praxis. Yes, so. 2 hours wake up. Also 2 Stunden aufwachen. Then sometimes I can go easily back to sleep. Manchmal kann ich auch wieder leicht einschlafen. Sometimes not. Manchmal nicht. When not? Wenn nicht? How to continue?
wie dann weitermachen? It's not terrible. Es ist ja nicht furchtbar. It's just the truth. Es ist die Wahrheit. I'm so desperate to live in the truth. Ich habe so den verzweifelten Wunsch, in der Wahrheit zu leben. All my life I was conditioned to not live in the truth. Mein ganzes Leben war ich dazu konditioniert, nicht in der Wahrheit zu leben. And that conditioning was passed on to me by a whole family lineage. Und dieses Konditioniertsein wurde mir von einer ganzen Familienlinie weitergegeben. Back infinitely through space and time. Unendlich weit zurück in Raum und Zeit. It was passed to me through the collective conscious of which I'm a part of. Es wurde mir weitergegeben durch das kollektive Bewusstsein, von dem ich ein Teil bin. The society. Die Gesellschaft. The culture. Die Kultur. The institutions of all of that. Die Institutionen von all dem. I also this friend that I stayed with. Auch dieser Freund oder die Freundin. Their father had been a soldier in the Second War. Der Vater war ein Soldat im Zweiten Weltkrieg. He had been a prisoner. Er war in Gefangenschaft genommen worden. And I had the privilege to meet him. Und ich hatte das Privileg, ihn zu treffen. And then I said to his child. Und dann habe ich zu seinem Kind gesagt. Would you invite your father to come to the United States? Hey, lad doch deinen Vater mal ein, in die Vereinigten Staaten zu kommen. To come with me. We go mit back to the kommen. Place where he was a prisoner. Und wir gehen zurück an den Ort, wo er gefangen war. His child thought, no, he would never do this. He's not interested. Das Kind dachte so, nein, nein, das wird er niemals machen. Da ist er nicht interessiert dran. I said, please, just ask. Und ich sagte, frag einfach mal. And his child asked. Und das Kind hat gefragt. And discovered it was his greatest wish. Und hat herausgefunden, es war sein größter Wunsch. So he came to the United States with his child. Und er kam dann mit dem Kind in die Vereinigten Staaten. And I had an opportunity to have conversations with him. Und ich hatte eine Gelegenheit, Gespräche mit ihm zu führen. That I couldn't have with my father. Die ich mit meinem Vater nicht führen konnte. Because my father died. Weil mein Vater gestorben ist. So this healing. Also dieses Heilen. That transpired Heilen, out of this process. Das aus diesem Prozess entstanden ist. Was with the enemy of my father. Und das war mit dem Gegner like meines Vaters. The beginnings on this path. This Buddhist path. Und so wie an dem Beginn dieses buddhistischen Pfades. Was inspired by my enemy. Das war ja auch dadurch inspiriert durch meinen Feind. There are no enemies. Es gibt keine Feinde. They're also a fabric of the mind. Das sind auch Fabrikationen des Geistes. Yes. Last question. Letzte Frage. I'm not leaving till the last question is asked. Ich gehe nicht, bevor die letzte Frage nicht gestellt wurde. We sit here a long time. Wir können hier lange sitzen. Ah, here's the question. She's rescuing the group. Sie rettet die Gruppe. Yes. Ja, meine Frage zielt darauf ab, wie du du hast ja so Retreats angeboten, wo man sich beschäftigt mit den Traum der sozusagen deiner Vorfahren. Und wie Trauma der Vorfahren? Ja, so praktisch durch die Kriegserfahrung. You offered retreats that were around the transgenerational effects, the traumatic effects. Mm-hmm. And the question. And the question is Hast du euch bitte wie man sich das vorstellen kann oder wie du diese Arbeit machst. So the question is, how do you do this work? Just imagine what you do this work. Well, you don't have to imagine. Das musst du dir nicht vorstellen. Come to a retreat. Komm zu einem Retreat. And then you can see how it works. Und dann kannst du sehen, wie es funktioniert. It's not so much to talk about it. Da ist nicht so viel dazu zu sprechen. You know, we can talk until we're purple. Wir können sprechen, bis wir lilafarben sind. About Buddhist practice. Über die buddhistische Praxis. We can learn all the special words. Wir können auch all die speziellen Worte lernen. And feel important. Und uns damit wichtig fühlen. But none of this means anything. In the middle of a word, I'm talking. Aber nichts davon. God.
Nothing of this is working. Aber nichts davon funktioniert. Yes, it's not important. Es ist nicht wichtig. It's what we do with it. Es ist das, was wir damit tun. You want to see how it works? Wenn du sehen möchtest, wie das funktioniert, come to a retreat. Komm zu einem Retreat. Yes. I knew the answer. Ich wusste die Antwort. You could also come to a retreat with former soldiers or current soldiers. Du könntest auch zu einem Retreat mit ehemaligen oder gegenwärtigen Soldaten dazu kommen. You could see how it works. Und du kannst sehen, wie das funktioniert. Yes. Time to bring this to a transition. Es ist Zeit, das jetzt zu einem Übergang zu bringen. I will do this in a usual way. Ich werde das auf eine übliche Art machen. When I'm with a group in person. Wenn ich mit einer Gruppe persönlich zusammen bin. And I will also include. Und ich werde auch einbeziehen. This transition with the group online. Diesen Übergang mit der Online-Gruppe. Yes, we have the Salto Foundation. Von der Salto Foundation. We've been online since the very beginnings of COVID. Da sind wir seit dem Beginn von COVID online. And we remain online. Und wir bleiben auch online. So now it's doing both. Jetzt machen wir beides. So first. Also als erstes. I will. Oh yes, in this tradition we bow. In dieser Tradition, da verneigen wir uns. But this bowing is also a very specific meditation practice. Aber auch dieses Verneigen ist eine ganz spezifische Meditationspraxis. We're taught to press our palms together. Uns wird gesagt, die Handflächen zusammenzulegen. With our thumb tips touching. Die Daumen berühren sich. Then we rest our thumb tips. Die Daumenspitzen ruhen on our knuckle. Auf unseren Knöcheln. Yeah. Then the tip of our longest finger. Die Spitze des langen Fingers. Parallel with the tip of the nose. Parallel mit der Nasenspitze. We're not too stiff. Wir sind nicht zu steif und auch nicht zu lässig. We're precise. Wir sind präzise. And when we bow, und wenn wir uns verneigen, we bow only at the waist, verneigen wir uns nur von der Hüfte. Nothing else moves. Sonst bewegt sich nichts. In Japanese, the name of this practice is Gassho. Im Japanischen ist der Name dieser Praxis Gassho. So in Gassho, also in Gassho, I bow to Nicola. Verneige ich mich vor Nicola. Whoa. Yes, good rescue. Gute Rettung. Have for holding us with this skillful song of the bell. Dass sie uns mit dem geschickten Klang dieser Glocke gehalten hat. It's the song of the bell. Es ist der Klang der Glocke. It creates the environment which supports us. Der die Umstände schafft, dass die uns hier unterstützen. It is also a most important practice. Es ist auch eine ganz, ganz wichtige Praxis. And it's not as simple as Nicola makes it look. Und es ist nicht so einfach, wie es aussieht, wenn Nicola das macht. To Genrei. Über Genrei. For her dedication, für ihre Hingabe, her years of dedication, Jahre von Hingabe, for her commitment to this practice, für ihre Entschlossenheit gegenüber dieser Praxis, and for her staggeringly good translation, und für ihre großartige Übersetzung. I bow to her in gratitude. Ich verneige mich vor ihr aus Dankbarkeit. It is true, without Genrei's translation. Es ist wahr, ohne Genrei's Übersetzung. I may not have been able to communicate with some of you. Wäre ich vielleicht nicht in der Lage gewesen, mit einigen von euch zu kommunizieren. So, Nicola, did she give a good talk? Also Nicola, hat sie einen guten Vortrag gehalten? Yeah, okay, good. Then most importantly, oh, to our technical person. Gegenüber unserer for your technischen support. Person für not die only for this evening, nicht nur hier but for all the things you do for the center, aber für all die Dinge, die du für dieses Zentrum tust, I bow to you in gratitude. Verneige ich mich aus Dankbarkeit. Yes. And then to all of you, und dann gegenüber euch allen, Buddhas to be. Werdende Buddhas. Ah, Buddhas to be. Werdende Buddhas. What's a Buddha? Was ist ein Buddha? Not the statue. Nicht diese Statue. You know, not that golden statue you see in a Chinese restaurant. Nicht diese goldene Figur, die man im China-Restaurant not sieht. Not these guys over here. Auch nicht die Jungs da. Yes, Buddha is simply a word. Buddha ist einfach ein Wort. It translates into awake. Das sich in erwacht. Or enlightened. Oder erleuchtet übersetzt. And really, all of you. Und wirklich, ihr alle are already enlightened. Seid bereits erleuchtet. What prevents you from recognize that, was euch davon abhält, das wahrzunehmen, is all the ideas of that. Sind all die Vorstellungen davon. Now, if you think you're enlightened,
Also wenn ihr denkt, ihr seid erleuchtet, I'll give you my email address. Dann gebe ich euch meine E-Mail-Anschrift. You can check. Und wir können das nochmal überprüfen. Yes, just check. Einfach überprüfen. Could be true. Das könnte wahr sein. But I will tell you, if you think you're enlightened, aber ich werde auch sagen, dass wenn du denkst, dass du erleuchtet bist, chances are likely that you're not. Sind die Chancen auch groß, dass es nicht der Fall ist. Yes. So, to all of you who were in, who were visiting in, on YouTube, für diejenigen, die via YouTube I bow to you in gratitude. Dabei waren, verneige ich mich aus Dankbarkeit. And und I offer up for you the internet embrace. Ich biete euch die Internetumarmung an. So if you don't want to hug this monk, also wenn ihr diesen Mönch nicht umarmen wollt, other people on the screen, oder andere Leute auf dem Bildschirm, you can block your camera. Könnt ihr die Kamera ausmachen. But please don't leave, aber bitte geht noch nicht. Don't leave the YouTube channel, diesen Kanal. To give Genrei a few moments of your time. Gebt Genrei noch einen Moment eurer Zeit. So, I'm going to reach out. Also ich reiche herüber and embrace all of you. Und umarme euch alle. Big internet hug. Dicke Internetumarmung. Thank you for making the opportunity to come and be with us tonight. Vielen Dank, dass ihr die Gelegenheit genommen habt, hier mit uns dabei zu sein. Sometimes I also do this in person. Manchmal mache ich das auch. I offer up the internet persönlich embrace in person. Die Internetumarmung. Sometimes the groups are. They understand. Manchmal versteht das die Gruppe. They're willing to participate. Teil machen da dann mit. And sometimes. Und manchmal. They look at me like, wow. Nehme ich an. Yes. So please hold your seats till I leave the room. Bleib bitte gerade noch sitzen, bis ich den Raum verlassen habe. Give Genrei a few moments of your time. Gib Genrei noch einen Moment eurer Zeit. You have to remember to turn this off and give it back. Ich muss mich daran erinnern, das auszumachen und zurückzugeben. Weil ich muss wirklich mal auf Toilette gehen. Und manchmal habe ich das gemacht, ohne das auszumachen. Das ist einfach nur ein bisschen peinlich. Bleibt ruhig sitzen. Ich will mal was Ungewöhnliches machen. Ich möchte auch wirklich Marlene danken, denn sie und ihr Mann beherbergen uns mit einem Ort, wo wir was essen können und schlafen können. Ich bin ein Bettelmönch durch Gelübde. Ohne eine solche Art der Unterstützung würde ich draußen leben und ich würde nicht essen. Und das akzeptiere ich so. Ich sage jetzt noch was zu. Bis zum nächsten Mal. Genau, musst du zu. Ja.
Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank fürs Herkommen heute Abend und für die Aufmerksamkeit und fürs Dasein. Ich möchte noch das Thema ansprechen, was tatsächlich in der buddhistischen Praxis gesagt wird, dass der Buddha keinen Tag hat vergehen lassen, über das erste Paramita zu sprechen, das Dana-Paramita, die Großzügigkeit. Und ja, im Falle von Claude Anschen ist es tatsächlich sehr wichtig, weil es genauso ist, wie er gesagt hat. Er ist Wander- und Bettelmönch und wir sind super dankbar, dass wir hier im tibetischen Zentrum wieder sein durften, also schon zum also häufig, weiß nicht, 3-4 Mal waren wir schon hier, das erste Mal hier in diesem Gebäude und dass wir die Räume auch kostenlos nutzen dürfen, das ist wunderbar. Trotzdem ist es so, dass Claude Anschen natürlich auch Reisekosten hat für diese Buchtour, nennen wir es tatsächlich schon. Dadurch, ne, dass er aus den USA nach Deutschland fliegt, dann müssen wir einen Mietwagen nehmen, weil wir die Bücher transportieren, da kann man nicht mit dem Zug fahren oder so. Das heißt, da entstehen eben schon eine ganze Menge an Kosten, die auf alle Veranstaltungsorte aufgeteilt werden. Und normalerweise wird eben, normalerweise viele nehmen einen Eintritt, was hier eben nicht der Fall ist. Und deswegen ja einfach die Bitte, wer die Möglichkeit hat, auch das, die Reisekosten zu unterstützen. Wenn man hier rausgeht, steht auf der linken Seite so eine Dana-Box. Es haben auch schon einige eine Spende reingetan. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, und einfach auch nochmal die Erinnerung, dass die Reisekosten tatsächlich nur die Kosten decken. Damit ist dann eben sein Lebensunterhalt noch nicht gedient sozusagen. Also dann hat er für die Zeiten, wo er nicht reist, dafür dienen an sich diese Dana-Spenden, dass er dann von dem zehren kann, wenn er die wenige Zeit im Jahr nicht reist. Also das ist sehr geschätzt und in Japan oder im Osten ist es auch ganz üblich, dass die Laiengemeinde eben die Klöster und Mönche und Nonnen unterstützen. Da wird wirklich auch mit einer Essensschale von Tür zu Tür gegangen. Aber hier im Westen ist das eben völlig unbekannt und ich schätze Claude Anschen eben auch sehr dafür, dass er sich entschlossen hat, diese ganz ursprünglichen Gelübde auch anzunehmen. Also vielen Dank für diejenigen, die da uns unterstützen können. Ansonsten haben Sie auch schon alle gesehen, der Büchertisch draußen. Das Buch ist natürlich vorrätig. Es sind auch schon einige genommen worden. Wer das gerne unterschrieben haben möchte von Claude Anschen oder mit einer Widmung, kann mir gleich gerne Bescheid geben. Dann setzt sich Claude Anschen noch zusammen hin und er signiert das Buch dann. Das macht er auch wirklich noch sehr gerne. Ansonsten sind da auch noch andere Dinge. Es ist auch schön, manchmal einfach so ein Aufkleber, der Atme sagt oder Breathe, immer diese Erinnerung zu haben, ja, dass ich auf meinen Atem achten kann. Dann kann man auch einen Aufkleber mitnehmen. Es wird noch ein Retreat geben, das einzige jetzt auf dieser Tour, am 1. und 2. Juli, allerdings in Leverkusen, da wo ich herkomme. Aber vielleicht hat ja jemand Lust, vorbeizukommen. Da liegen Flyer. Und im Oktober wird es nochmal ein 5-tägiges Retreat im Lasalle-Haus geben in der Schweiz. Da liegt auch noch ein Flyer aus. Wer das mitnehmen möchte, kann das auch gerne machen. Ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Herzlichen Dank nochmal, auch wirklich hier an den Ort, weil mein spiritueller Weg hat hier auch 1998 begonnen, als ich beim Dalai Lama auf einem Retreat war und er sagte, sucht euch einen Lehrer oder eine Lehrerin und das kann nicht ich sein, weil es gibt keinen Lehrer, wo man dann nur aus einem Buch liest, sondern man muss jemanden finden, der wirklich verfügbar ist. Und 2 Jahre später bin ich eben auf Claude Anschen getroffen und ja, es ist einfach eine großartige Unterstützung, einen Lehrer auf dem Weg zu haben, der den einfach schon weitergegangen ist als man selber. Damit verabschiede ich mich bei allen, auch online, wer noch mit dabei ist. Da waren auch die Spendenmöglichkeiten nochmal angegeben. Man kann auch auf dem Konto spenden, dann bekommt man eine Spendenbescheinigung, weil wir ein gemeinnütziger Verein auch sind. Dann einen schönen Abend. Ich verabschiede mich und kommen Sie gut nach Hause. Danke sehr.
Ja, grüße euch sehr herzlich zur Freitagsmeditation hier im tibetischen Zentrum, unserem City Center sozusagen, nahe der Hamburger Innenstadt, Güntherstraße. Bin beeindruckt, dass ihr trotz des idealen Wetters hierher gefunden habt heute Abend. Müsst ihr ja schon tiefe Einsichten haben, dass ihr selbst an so einem Tag, wo sich Sansara von der allerbesten Seite zeigt, noch tiefer gehen wollt. Gut, wie dem auch sei. Ja, die meisten wissen, grüße auch alle, die von Ferne dabei sind, natürlich ganz herzlich. Die können dann ja erst schön rausgehen ins Café und sich das dann abends nochmal in Ruhe angucken. Gut, wie dem auch sei. Ja, der Freitag ist ja immer mehr der analytischen Meditation beziehungsweise dem Studium gewidmet. Wir werden allerdings auch eine Meditation durchführen am Ende. Aber zunächst werde ich ein bisschen Input geben, mehr als das am Montag der Fall ist, wo es mehr um Konzentration geht, um stille Meditation. Also wer sich mehr dafür interessiert, könnte vielleicht montags direkt hierher kommen. Aber heute werde ich hauptsächlich wieder weiter erläutern aus dem berühmten Text von Tsongkhapa, die drei Hauptaspekte des Pfades. Das ist heute der zweite Teil. Und da werde ich eben weiter anknüpfen, wo ich letztes Mal stehen geblieben bin. Bin auch nicht sehr weit gekommen, gebe ich zu. Gut, aber der Running Gag am Anfang ist immer, dass es, worum es grundsätzlich geht, was wir hier machen. Es geht immer darum, dass wir sogenannte Lebewesen sind. Lebewesen zeichnen sich dadurch aus, dass sie Empfindungen haben von Glück und Leiden. Und die Grundprämisse des Dharmas ist, dass alle Lebewesen es bevorzugen, glücklich zu sein und nicht zu leiden. Die Frage ist also, man kann die gesamte menschliche Geschichte verstehen als verschiedene Methoden, die wir ausprobiert haben, um echtes Glück zu erreichen, tieferen Frieden. Die meisten von uns haben es noch nicht so ganz gefunden. Einige scheinen es bereits gefunden zu haben. In allen Religionen gibt es da so merkwürdige Ausdrücke. Egal, wie man es nun nennt, ob man es so Nirvana nennt oder Erlösung oder Himmel oder Buddhaschaft oder Tao oder was die Menschheit sich da nicht alle für Ausdrücke hat einfallen lassen. Aber es bezieht sich wahrscheinlich auf einen Zustand, den wir uns eigentlich wünschen aus buddhistischer Sicht, nämlich einen wirklich tiefen Frieden. Und wir fragen uns eben, woher das kommt. Und da habe ich eine schöne Geschichte gehört, die Geshe Sinam erzählt hat, den Studenten im Dharma-Kolleg, die so gut ist, dass ich sie nochmal erzähle. Letzten Montag habe ich sie auch schon mal erzählt. Nämlich die Geschichte geht irgendwie so, dass jemand verschiedene Lamas fragt, erstmal den einen, was ist der Ursprung allen Leidens bzw. des Daseinskreislaufs? Und von dem einen Lama hört er dann die Antwort,